Hallo, liebe Zuschauer! Endlich ist es da. Ich habe lange darauf gewartet. Und zwar ist das hier das Nexus 7 von Google, hergestellt von Asus. Asus hat es mir auch zur Verfügung gestellt. Einen herzlichen Dank dafür nochmal. Wir wollen das mal uns jetzt mal anschauen. Das ist ja mehr oder weniger gesagt, sage ich mal. Ja, ein Tablet zum Mitnehmen für unterwegs. Ne? Zu den kleinen Daten erstmal. Das ist die 16 GB Variante. Es gibt sie auch noch in der 8 GB Variante, 7 Zoll groß. Es ist mehr oder weniger gesagt mit einem Quad-Core ausgestattet, aber im Grunde genommen, da es einen Tegra 3 Chipsatz drin hat, hat es auch noch einen Companion Core, einen fünften Core, der, wenn das System nicht ausgelastet ist oder sage ich mal, nur ganz, ganz wenig Ressourcen braucht, dann springt dieser Companion Core ein. Und die anderen vollwertigen 4 Cores kommen erst zum Einsatz, wenn wirklich das Nexus 7 von Google unter Last steht. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen uns jetzt das mal ein bisschen genauer anschauen und das Unboxen, alles weitere gleich nach dem Umschnitt. So, jetzt sehen wir die Schachtel des Nexus 7 von Google. Sehr schön zu erkennen. Das war ja auch schon in den ganzen, sage ich mal, Vorstellungsgeschichten da, dass dieses Tablet, das 7 Zoll Tablet, so angeschnitten ist, dass es eine 7 darstellt. Schöne Idee. Ja? Nicht nur Apple kann eine schöne Verpackung machen, sondern auch Google und Asus zusammen. Hier sehen wir auch nochmal Nexus 7 und das ist eben halt gebaut von Asus. Man könnte schon fast sagen, es ist eigentlich mehr das Memo, das hier verwendet wird. Aber naja, mein Gott, was soll's, es ist ein schönes Gerät. Das wollen wir uns natürlich jetzt auch mal aus der Nähe anschauen. Die Schachtel, ja, zieht man einfach heraus und dann sieht man hier eine schöne schwarze Verpackung mit dem eingestanzten und silber gepainteten Namensschriftzug Nexus. Nexus ist ja schon so wie ein kleiner Trademark, ne? Ein kleines Markenzeichen von Google Experience Produkten, reinen Experience Produkten. Das ist das 7 Zoll Tablet mit Android Jelly Bean 4.1. Ich rede mal wieder viel zu viel. Ihr wollt natürlich das Produkt sehen. Das wollen wir auch doch mal glatt herausholen. Und ich versuche das mal ein bisschen jetzt hier ungeschickterweise herauszuholen. So. Und leg mal die Schachtel dann noch daneben. So. Unspektakulär. Das ist, diese Lasche ist schon fast Asus-typisch. Denn das wird auch bei den Transformern verwendet. Und dann holt man das heraus. Hier auch schön beschriftet schon mal. An- und Ausschalter und Lautstärkeregelung befinden sich auf der Seite. Und hinten ist das eben halt dann schwarz gemacht. Ganz wichtige Informationen. Hier in diesem Viereck befindet sich auch der NFC-Bereich. Dazu dann aber später mehr. Ich lege es mal kurz hier hin. Und wir schauen mal nach, was Asus noch alles dabei legt. Oder Asus und Google dabei legt. Hier kommt noch eine kleine Schachtel hervor. Da, denke ich mal, ohne hereingeschaut zu haben, vorher befinden sich natürlich Garantie- und Kurzanleitungen in deutscher Sprache und dann natürlich auch ein Micro-USB-Datenkabel, Ladekabel plus einem, ja, etwas, da ist noch eine schwarze Lasche davor. Ja, natürlich einem Netzteil. Und das nehme ich mal kurz beiseite. Das brauchen wir nicht mehr. Und das Netzteil sieht dann so aus. Etwas groß, finde ich. Man hätte sicherlich auch ein bisschen kleiner bauen können, aber schau mal kurz. Da müsste der Release-Button sein. Den müsste man sicherlich eindrücken. Dann kann man sicherlich auch den Steckerkopf entfernen. Ich gucke mal kurz, ob ich hier ein kleines Werkzeug habe, um das vielleicht eindrücken zu können. Ja, das werde ich noch mal ein bisschen in Ruhe ausprobieren. Ja,
ob man das entfernen kann und dann eben einen anderen Steckerkopf draufzusetzen. Das auf jeden Fall dann der Stecker und das Ladekabel, Garantie und Kurzanleitung. Ist ein bisschen in die Breite gegangen, aber viel ist da auch nicht zu sagen. Es wird nochmal beschrieben, was da eben halt genau wo steckt am Gerät. Und dann wollen wir es mal hier aus der Schutzhülle entfernen. So, holen wir es heraus. So sieht das Nexus 7 von Google aus. Ja, das ist Gorilla Glas. Hinten die Rückseite. Finde ich, ja, es fühlt sich eigentlich ganz gut an. Diese Soft-Touch-Oberfläche, die ein bisschen, sag ich mal, gelocht ist. Leicht mit kleinen Löchern versehen. Nicht Löchern, sondern einfach nur so, ja, wie kann man denn sagen, Eindellungen. Und hier hinten nochmal der Schriftzug Nexus nochmal eingelassen. Auf der Seite, wie gesagt, Lautstärkeregelung und An- und Ausschalter. Auf der oberen Seite befindet sich an der Rand nichts. Auch auf der Seite befindet sich fast nichts, bis auf das hier. Das ist mehr oder weniger, wie gesagt, die Kontaktstellen für eine Dockingstation. Und hier unten befindet sich, scheint jetzt ein bisschen trendy zu sein, dass man, sage ich mal, auf die untere Seite, man merkt es ja auch schon am iPhone 5, das ja gerade released wurde, hier USB, Micro-USB-Anschluss und dann den Kopfhöreranschluss dann nicht mal nach unten versetzt hat und es nicht mal oben drauf ist. Ich kann nur vermuten, wieso, weshalb, warum, damit hier eben halt eine einheitliche Platine ist und man nicht noch nach oben dann irgendwas durchziehen muss. Das ist aber nur eine reine Vermutung. Und hier hinten befindet sich noch ein kleiner Schlitz. Ich nehme mal an, dass es der Lautsprecher dann ist. Ja. Schalten wir es mal ein. Achso, an der Frontseite befindet sich noch die Front-Facing-Kamera. Auf der Rückseite gibt es keine Kamera. Es ist ja, sage ich mal, nicht dazu gedacht, um dann Videofilme zu machen oder eben halt Bilder damit zu schießen und das als Fotoapparat zu verwenden, sondern es ist ein Kommunikationsinstrument und eben halt ein Surftablett zum einen. So, es ist jetzt natürlich ein bisschen dunkel, aber wir müssen diese Zeremonie durchgehen. Okay, und ich schalte mal das auf komplett voll. Display, Helligkeit, und mal automatische Helligkeit aus. Und so sieht es dann in voller Stärke aus. Hier unten die Softkeys. Ja. Gehen wir mal in den Landscape-Modus. Ja, das will er noch nicht. Aber egal, so sieht das aus. Wir können ja mal kurz nachschauen, welche Jelly Bean-Version hier drauf ist. Das ist 4.1.1 und so gesehen war es das eigentlich auch schon von dem Nexus 7 erstmaliges Unboxing hier bei mir. Alle weiteren Informationen findet ihr in zukünftigen Artikeln und auch in einem kleinen Review natürlich zu dem Nexus 7. Das werde ich mir jetzt die nächsten paar Tage und Wochen einfach mal anschauen. Alle weiteren Informationen, wie gesagt, bei mir auf der Webseite und auch Videos zum Nexus 7 werden auch noch kommen. Viel Spaß noch und vielen Dank. Bis bald.